Ja, hallo Thomas. Hallo Arthur. Schön, dass wir da zusammen sind in unserem Low-Code-Talk. Freue mich auch schon. Heute, heute habe ich ein Thema, da weiß ich, da werde ich wahrscheinlich jetzt einen Wasserfall öffnen. Wir reden über High-Performance-Low-Code. Ich habe dich ja darum gebeten, weil ich in meinen Gesprächen mit den Kunden mittlerweile, kann man schon sagen, fast nur noch CDOs, die also so die Digitalisierung, die Transformation in den Unternehmen hier so auf ihrer Schwerpunktliste haben. Und die lesen und hören natürlich jede Menge No-Code, Low-Code und so weiter, alles drumherum. Und dann komme ich um die Ecke und sage, nee, wir sind auf einer ganz anderen Ebene. Wir sind im Bereich High-Performance, Low-Code. Und das hat einen guten Grund. Und deswegen dachte ich mir, red doch mal darüber, was da der Grund ist. Genau, nee, sehr, sehr interessante Fragestellung, und der Begriff High Performance Low Code hebt sich ja auch ganz bewusst von klassischer No Code Low Code Entwicklung ab, um auch herauszustellen, was eigentlich die Zielgruppe ist. Und wenn wir so gucken, warum entwickelt ein Unternehmen überhaupt Anwendung selber? Prinzipiell kann man ja auch viele Produkte, Software kommerziell einkaufen und kann die ja auch nutzen. Aber im Endeffekt bin ich als Unternehmen ja einzigartig am Markt. Ich habe gewisse Wettbewerbsvorteile, und diese Wettbewerbsvorteile möchte ich ja auch mit meiner Software entsprechend unterstützen, mit meiner Software entsprechend herausarbeiten. Wenn ich da was von der Stange nehme, dann habe ich genau die gleichen Sachen in der Software wie alle meine Mitwettbewerber und Marktbegleiter auch. Und insofern muss ich mir dann natürlich Gedanken machen über individuelle Softwareentwicklung. Deswegen sind wir ja auch ein Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen, Exakt. aber halt auf einer High-Performance-Local-Plattform und nicht irgendwas anderes. Genau. Und um das Thema High Performance Low Code ein bisschen herzuleiten, müssen wir einfach mal einen kurzen Blick drauf werfen. Was gibt es denn so am Markt? Was haben wir? Wir haben Software-as-a-Service-Lösungen oder, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Commercial off the Shelf, die ich also kaufen kann. Das sind Sachen wie ein SAP, wie ein Salesforce, wo ich natürlich auch entsprechend individuell mitentwickeln kann. Ich kann die Prozesse da anpassen, aber alles kostet im gewissen Rahmen mich am Ende des Tages Flexibilität. Wir haben die klassische High-Code-Entwicklung. Damit kann ich natürlich alles programmieren, was ich nur möchte. Aber das setzt wiederum auch Personal mit extrem guten Skills voraus und setzt dementsprechend auch voraus, dass ich da ausreichend Personal habe, um das Ganze abzudecken. Die DevOps Zyklen, die Infrastruktur dafür muss umfangreich aufgesetzt werden, gewartet werden, und das kann bedeuten, dass sehr schnelle Entwicklungszyklen dadurch ausgebremst werden. Dann gibt es natürlich als so eine Pseudo-Antwort die vielen No-Code- und Low-Code-Umgebungen, die es am Markt gibt, die halt versprechen, dass viel mehr Leute damit entwickeln können, dass da auch wunderbar sehr schnell grafisch Lösungen erstellt werden können. Wenn ich das dann einsetze, stelle ich aber auch relativ schnell fest, dass die vielleicht nicht gut genug skalieren, um jetzt strategische Anwendungen umzusetzen, die auch diese CI/CD-Fähigkeiten nicht haben, also dieses DevOps nicht vernünftig unterstützen, dass die nicht unbedingt die klassische High-Code-Entwicklung unterstützen können. Also das Fokus liegt da eher auf taktischen Anwendungen, also kleine taktische Anwendungen, respektive auf Anwendungen für Arbeitsgruppen. Aber Also, sorry, dass ich dich unterbrechen muss. Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil ich das dann auch immer raushöre, ne? Wir bewegen uns mit Low-Code und den anderen Derivaten, wo man ein bisschen kleine, schicke Anwendungen machen kann. Nee, nee, wir reden hier wirklich über Enterprise-Lösungen, ne? Also unsere maßgeschneiderten Lösungen sind wirklich unternehmensrelevant. Teilweise verdienen unsere Kunden damit ihr Geld als Hauptstrecke. Das wird ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ne? Also wir bewegen uns da schon in einem anderen Rahmen. Sorry. Mir ist es deshalb, weil das kommt immer wieder. Ach, das ist ein bisschen eine Bastelumgebung. Oh, wir sind Profis. Ja, das trifft aber auch für einige der No-Code, Low-Code-Anwendungen, die am Markt sind, zu, und da ist auch die Zielsetzung nicht strategische
Enterprise-Anwendungen damit zu erstellen. Und das ist genau der Moment, wo dieser Begriff High-Performance Low-Code-Development entstanden ist, weil es auch Low-Code-Plattformen gibt, die eben genau diese Enterprise-Anwendungen im Fokus haben, als Ziel haben. Das heißt, zum einen versuche ich natürlich, den Entwicklungsprozess deutlich effizienter, deutlich schneller zu machen durch Unterstützung mit grafischen Methoden. Zum anderen kümmere ich mich da natürlich auch um diese ganzen Themen wie Continuous Integration, Continuous Development, dass ich dementsprechend eine vernünftige Prozesskette habe von der Softwareerstellung über das Software-Testing bis hin zur Laufzeitumgebung, dass ich mich dementsprechend da auch an Standards halte, dass ich also mich integrieren kann in die vorhandene Systemlandschaft, dass ich beispielsweise auch, wenn wir jetzt an SAP-Programmierung denken, eine gute Low-Code-Umgebung schafft mir auch die Möglichkeit, direkt dann über OData beispielsweise oder klassisch über die BAPIs direkt auch solche Systeme anzuprogrammieren, dementsprechend Mehrwerte darauf zu schaffen. Das sind mal schnell zusammengefasst Punkte, die eine High-Performance, Low-Code-Development-Umgebung zusammenfassen. Genau. Machen ja einige unserer Kunden, beziehungsweise wir für sie. Muss man so ein bisschen sagen. Ja, genau. Ja. Exakt. Und so eine Umgebung muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Zum einen muss ich natürlich auch Business-Anforderungen umsetzen können, unabhängig von der Komplexität. Das Ganze muss von Grunde auf sicher designed sein, dass ich weiß, ich schaffe hier jetzt unternehmenskritische Anwendungen, die eventuell auch im Bereich B2C sind, B2B sind, also von außen zugreifbar. Die müssen absolut sicher sein. Wir brauchen pixelperfekte Oberflächen, wenn notwendig, dass einfach das Corporate CI auch ordentlich rübergebracht wird. Wir müssen sehr agil sein und wir müssen uns auch den permanent sich ändernden Anforderungen regelmäßig anpassen können. Und das ist mal grob so zusammengefasst die Zielsetzung einer High-Performance-Low-Code-Entwicklung. Genau, um das alles zu erfüllen. Lass uns mal heute nicht zu sehr in die Details, das machen wir in den weiteren Low-Code-Sessions. Local Talks, aber das ist doch schon mal eine gute Zusammenfassung, was wir unter High Performance Low Code verstehen. Gerade in einer Zeit, wo alle dasselbe haben, wir brauchen maßgeschneiderte Lösungen, wir haben die Leute nicht mehr dazu. Die High Coder sollten sich mehr auf das Entwickeln konzentrieren können, statt auf diesen ganzen, wie hast du es vorhin gesagt, CI/CD-Kram, der da so ist. Also wunderbar, ja. Beim nächsten Mal gehen wir mal auf ein paar Details ein, würde ich sagen. Sehr gerne, dass wir das nochmal vertiefen. Einen letzten Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, den würde ich heute auch nochmal herausarbeiten. Eine High-Performance-Low-Code-Entwicklungsumgebung ist für professionelle Entwickler als Zielgruppe. Also wir reden hier nicht über einen Citizen-Developer oder unerfahrene Entwickler, sondern es geht wirklich darum, professionelle Entwickler dann deutlich effizienter einzusetzen. Die geringe Masse, die ich habe an solchen Personen, dass die effizient arbeiten können und dass die nicht abgelenkt werden durch, ich nenne es immer die Nebenkriegsschauplätze, die jetzt nicht wirklich den Prozess voranbringen, sondern dass einfach das gleiche Team deutlich mehr leisten kann, deutlich schneller das Backlog abarbeiten kann. Jetzt mache ich doch noch ein bisschen Marketing und Werbung. Wir bieten ja auch das Training und die Schulung an, um zum Beispiel High Performer auf die Spur, sage ich jetzt mal, zu bringen, wirklich rüberzubringen, was eine High-Performance-Local-Plattform kann. Also auch das machen wir. Wir machen nicht nur die Entwicklung, alles drumherum, sondern wir bilden auch aus. Danke. Genau. Guter Hinweis. Dann, wir werden sicherlich noch ein paar weitere Local-Talks genau zu diesem Thema hier halten, weil wir jetzt sicherlich sehr viele Fragen aufgeworfen haben, weil wir uns weit aus dem Fenster gelehnt haben mit dem, was wir jetzt an Erwartungen aufgebaut haben. Und wir freuen uns auch schon auf eure Kommentare. Gerne hier unten im Kommentarbereich hinterlassen und dass wir das dann in den nächsten Talks aufgreifen können. Genau. Wunderbar. Vielen Dank. Bis zum Danke. Nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.